Miller! Miller? Amelie! Oh. Mark! Hey, Amy, hände mit mir! Notarzt! Auf den Notarzt! Hey! Miller! Verlier jetzt nur nicht die Nerven, Mike. Es ist Hopes Beerdigung. Sei für Amelie da und vor allem für Miller. Soll ich? Hey. Ich mach's mir kaputt. Und wie geht's dir? Frag mich mal später. Okay. Hat sich bei Miller irgendwas geändert? Will sie vielleicht jetzt doch mitkommen? Nein, gar nichts. Also, ich glaub nicht. Wollen wir fragen? Ich meine, jetzt ist kurz vor Abfahrt. Kann ja sein, dass sie sich anders überlegt hat. Armin und mir würde es viel bedeuten, wenn du mit zur Beerdigung kommst. Gut für uns alle. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Ich bin zu fertig dafür. Ich kann jetzt auch nicht einfach hin und Abschied nehmen. Einfach weitermachen und abhaken. Baby, das hat nichts mit Abhaken zu tun. Hope wird immer bei uns sein. Und zwar hier. Komm schon. Ich mag allein sein. Ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Komm, lass uns noch eine Kleinigkeit essen, bevor wir losgehen. Ja? Ich deck den Tisch. An meinem Geburtstag habe ich noch gedacht, Miller kommt auf mich langsam zu und wir können irgendwie von vorne beginnen. Aber jetzt weiß ich eigentlich gar nichts mehr. Nichts Neues, oder? Ich habe jetzt noch ein letztes Mal versucht, mit ihr zu reden. Sie hat wieder abgeblockt. Kein Rankommen. Hast du da vorhin schon gesehen? Ich dachte, weder du noch ich. Keiner erwartet von ihr, dass sie irgendwie so tut, als wär nichts gewesen. Aber früher oder später wird sie doch akzeptieren müssen, dass Hope tot ist. Und dass sie uns denn vorwerfen will, dass wir schon längst abgehakt haben mit der ganzen Sache, ich finde das saumäßig unfair. Wie kommt sie überhaupt darauf, so von uns zu denken? Ja, wir beide haben Hope nicht kennengelernt, aber das ändert doch nichts an dem Fakt, dass sie ein Part unserer Familie ist. Und es auch für immer sein wird. Ich verstehe einfach nicht, warum sie bei so einem wichtigen Tag nicht dabei sein will. Und dass sie uns halt auch überhaupt gar nicht verstehen will. Ja. Ich glaube, das Verstehen ist gerade das Schwierige. Wir verstehen sie nicht, umgekehrt. Und ich weiß nur, im Gegensatz zu uns, Miller hat Hope in sich getragen. Die ganzen Monate. Sie hat gemerkt, wie die Kleine wächst. Sie hat gemerkt, wie sie sich bewegt in ihrem Körper. Und es war alles schön. Und dann geht sie ins Krankenhaus und wacht den nächsten Tag auf und kriegt gesagt, dass ihre Tochter tot ist. Das kannst du nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Hör zu, es ist wichtig, dass wir heute zur Beerdigung gehen und uns verabschieden. Miller, wann auch immer, wird schon noch ihren Tag finden, wo sie sich verabschieden möchte. Aber dann ist wichtig, dass wir für sie da sind. Natürlich. Okay. Ich wünschte, ich wäre so stark wie du. Bist stark. Amelie ist total fertig wegen Miller. Ich hoffe, dass ich ihr wenigstens ein bisschen Halt geben kann. Es wird ein harter Tag für uns alle.
Schön, dass ihr hier seid. I think of you much more than I would like to admit that I do before strangers. Hey. You are. I'm better. Rustling through the trees again. Rustling through the leaves, my friend. The feather on my pillow lets me know that. Wo ist der Miller? Komm. Okay, wir wollen nachher, wir müssen nachher noch was essen, was trinken. Kommt ihr mit? Ja. Guten Tag, Herr Riegel. Mein aufrichtiges Beileid. Wenn Sie möchten, können wir jetzt zum Grab gehen. Kleine Hub, deine Familie wird dich vermissen. Sie können sich jetzt verabschieden. Ich habe einen Brief geschrieben, den ich gern vorlesen würde. Ja? Mein lieber kleiner Schatz, wir haben uns leider nie kennengelernt. Aber ich weiß, dass du ein großartiger Mensch geworden wärst. Ich werde dich nie auf meiner Brust haben und dich beim Schlafen beobachten können. All diese schönen Momente werden wir beide leider nicht erleben dürfen. Kleiner Hub. Wir lieben dich. Du bist zwar nicht bei uns, aber du wirst immer in unserem Herzen sein. Ich freue mich auf den Tag, wenn meine Zeit gekommen ist, dich dann in den Arm nehmen zu können und nie wieder loszulassen. Dein Papa. Besaufen ist nicht unbedingt die Lösung.
meine nicht auf Dauer. Jetzt gerade ist irgendwie ganz okay. Es ist auch egal, was ich jetzt sagen werde. Bei sowas trifft man nicht die richtigen Worte. Bei dem Schmerz, den du hast. Ich weiß das. Also. Ja, nimm dir ruhig. Danke. Aber. Ich kann nur eins sagen, aus Erfahrung, dass. Der Schmerz geht vorbei mit der Zeit. Oder zumindest kann man damit besser leben. Weißt du? Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen geht es schneller. Jetzt hoffe ich nur für dich, dass das relativ zügig geht. Joe, ich werde dir nie vergessen, dass du heute dabei warst. Das ist doch Ehrensache. Ja. Das ist eine wahre Frage. Das Leben geht auf jeden Fall weiter. Muss es. Muss es. Na dann. Wir machen mal aufs Leben, würde ich sagen, oder? Aufs Leben. Aufs Leben. Joe hat völlig recht. Im Moment ist es hart, aber irgendwann wird's besser. Es muss einfach besser werden. Ich bin froh, dass ich den Whisky nicht getrunken habe. Ich bin auch froh, dass du den Whisky nicht getrunken hast. Soll ich was sagen? Das war irgendwie noch ganz schön zum Schluss. Finde ich auch. Ich werde jetzt noch was trinken. Kein Wasser? Whisky. Und dann geht's ins Bett. Ich hoffe, deine Mama konnte gut schlafen. Ja. OP überhaupt aufgewacht. Warum bin ich jetzt nicht mit Hope an einem Ort, weißt du? Deine Mama liebt dich. Und warum wünscht sie sich denn, dass sie mit Hope im Krankenhaus gestorben wäre? Ich brauche meine Mama. Ey, das sieht sexy aus, oder? Du nimmst du Franzi und... Boah, ist doch geil, Alter. Hilfe! Ich bin noch nicht ganz sexuell auf meinen Höhepunkt gekommen. Ah, Sie sind der Vermieter. Ja. Ratet mal, wer heute Nachmittag beim Workshop in der Schule versucht zu tanzen. Ey, Schule, dir kann man nichts erzählen. Ihr seid gar nicht an der Schule, ihr dürft gar nicht hier sein. Wer sagt das? Ja, das ist unser neuer Tanzlehrer. Bist du nicht ein bisschen spät dran? Du musst zur Arbeit? Ach so, ich fange mal später an. Ich habe Vanessa immer noch nicht erzählt, dass Krause mich letzte Woche gefeuert hat. Wo ist Live denn? Ich habe Live gefeuert. Ich war gerade bei Krause, er hat gesagt, dass du gekündigt wurdest.